Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Surprise Amazon Schlag mich tot Beauty Paket für dich, was sich wundervoll und platzschonend verpackt in dieser Folie befindet. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, ob es sich dieses Mal lohnt und was da so drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird in diesem Video auch eine Verlosung geben. Ich werde nichts hieraus verlosen, also keine Sorge. Ich habe hier was in meiner Kiste. Und zwar gibt es dieses Mal von Catrice diese Highlighter-Palette zu gewinnen. Das ist dieses wunderschöne Trio mit diesen Diamanten. Das war mal eine Limited Edition, soweit ich weiß. Und ja, ne, das gibt es in diesem Video zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Du solltest auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein, denn diese Verlosung richtet sich nun mal an meine Abonnenten. Ja, das solltest du entweder schon sein oder jetzt werden. Das wäre total cool. Da musst du nur hier unten auf den Abo-Button klicken. Der befindet sich hier unten da. Da in der Ecke oder unterhalb dieses Videos. Ich würde mich da mega drüber freuen. Und ja, wenn dir das Video gefällt, kannst du mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen und so weiter. So, ich meine, mittlerweile kennen wir doch alle diese Amazon Surprise Beauty Pakete und da habe ich auch schon mehrere Videos drüber gedreht, weil ich das jedes Mal so unfassbar spannend finde, was da so drin ist. Denn so kann man halt auch coole Produkte bekommen. Ich weiß nicht, 25 Teile waren das jetzt und ich hatte eigentlich gehofft, so hey, voll cool, wenn die jetzt ihre Catrice und Essens-Sortimentsumstellungen-Geschichten haben, befinden sich da vielleicht jetzt aktuell Produkte von drin oder vielleicht bin ich auch zu früh, ich weiß es nicht, denn sonst hast du halt wirklich auch ja ganz normal diese Catrice Essence, Manhattan, Maybelline, Astor und sowas hast du da alles mit drin. Und ja, das hier ist so eine wundervolle Stretchfolie, wie man sie im industriellen Bereich findet. Und ich wickel mal eben kurz aus. Das ist anders eingepackt als sonst. Sonst ist das immer in so Tütchen eingepackt. Ich weiß nicht, habe ich jetzt hier einen neuen Amazon-Händler, der das angeboten hat? Ich verlinke dir das auch mal unten in der Infobox. Die Marken sind auch anders als sonst, was ich hier gerade so sehe. Diese Verpackung kommt mir bekannt vor, in diesem wunderschönen Gefrierbeutel. Diese Luftpolsterfolie, diese Stretchfolie ist neu. Und da habe ich 50 Teile bestellt. Das wird irgendwie so viel hier gerade. Aber na, wir fangen einfach mal an. Und zwar Essence All About Silky Matte Fixing Compact Powder. Guck, das wollte ich mir schon mal holen in Translucent Rose. Jetzt habe ich es da. Finde ich interessant. Riecht irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das so muss. Das ist wirklich ein bisschen rosa, ne? Schon cool. Ich weiß nicht, was habe ich für einen Hautunterton? Ist das rosa? Ich glaube schon. Ja, cool. Das ist ein praktisches Produkt. Nummer 1. Nummer 2 ist von einer Marke, die ich noch nie drin hatte, von Terra Naturi. Highlighter Drops. Ja, ich mag nicht so gerne Highlighter Drops. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Obwohl die echt schön aussehen, das muss man ja sagen. Ne? Das sieht schön aus, mit einer Feder drauf und auch die Farbe gefällt mir eigentlich wohl. Aber ich mag keine Highlighter-Drops, das heißt, das wird demnächst mal weiter wandern. Ist ganz niedlich, ne? Auch mit Pipette und so weiter. Ist bestimmt voll schön überlegt und so. 13 Milliliter sind hier drin, aber es ist nichts für mich. Du kannst sowas natürlich auch als... Ah, warte mal. Du musst es in die Foundation einmischen oder du musst es in deine Tagescreme einmischen oder halt partiell. Ich habe genug Glow-Produkte. Das wird weiter wandern. Von Sleek, das finde ich cool. True Color Lipstick in der Farbe Vamp. Wow, matt ist leider nichts für mich. 3,5 Gramm sind hier enthalten. Ja, ist auch noch vollkommen zu, also noch nicht geöffnet oder sonst irgendwas. Lasse ich jetzt auch zu, genau, ne? Weil der wird dann auch demnächst weiter wandern. Weil, wie man sieht, ich habe solche krassen Lippenprodukte bereits und matt mag ich nicht so gerne, den ich drauf habe. Der ist matt, aber der ist ganz speziell, weil er sich gar nicht so matt und trocken anfühlt. Das ist sehr geil. Essence Draw the Line Instant Color Lip Liner mit Anspitzer. Auch das finde ich cool in der Farbe Rich Mahogany. Eine schöne Farbe. Das ist eine wirklich schöne Farbe. Auch so zum Rausdrehen, das mag ich ja ganz gerne. Was soll der Falschgeiz? Den behalte ich, den swatche ich jetzt. Oh mein Gott, ist der schön. Oh mein Gott, der ist richtig dunkel, ne? Der hätte jetzt zum Beispiel auch voll gut zu diesem Vamp-Lippenstift gepasst. Das finde ich ganz nett. Und dann habe ich hier von Sleek Matte Me Metallic. Metallic Lip Cream. Oh. Ja,
Schöne Farbe, richtig geil. Aber ich bin kein Fan von diesen. Ich meine, das sähe bestimmt voll krass geil aus, wenn ich den jetzt hier drüber machen würde. Aber irgendwie, ich mag nicht so gerne diese metallischen Geschichten. Was mache ich mit dir? Ich behalte dich, komm. Den mache ich jetzt auf und den trage ich jetzt auch direkt. Ich habe ja dafür bezahlt, dann kann ich das auch mal testen. Matt mag ich ja eigentlich nicht so gerne, aber egal. Das passt eher nicht so ganz. Wobei, wenn ich mir den so leicht drüber gebe, dann geht das klar, ne? Der scheint dann auch nicht so ultra deckend zu sein. Ich mache jetzt mal noch ein bisschen was drüber, weil wenn ich zu viel drüber mache, dann wird es natürlich cracken. Das will ich ja auch nicht. Das sieht irgendwie schon cool aus. Also die Kombi gefällt mir. Das sieht so ein bisschen. Es hat was. Ist was Besonderes. Es ist nicht so dieses Metallische, was ich hier erwartet hätte oder was ich befürchtet habe, vielmehr. Das passt natürlich dann auch mit dem Lip Liner zusammen. Ja, das liegt daran, dass der nicht so ultra deckend ist, ne? Das ist ja eigentlich ganz cool. Ich finde das gut. Matte Me Metallic. Metallic Lip Cream. Ja. Ein Nagellack, krasse Nagellackfarbe, ey. Nordic Cap of Sweden, Improving Moments, Star Nails. Oh mein Gott, was ist das für eine Farbe? Nee, die mag ich nicht. Das ist mir irgendwie zu Limette. Was bist du denn? Wie heißt du? Hast du einen Namen? Der hat keinen Namen. Also keinen Farbnamen, ne? Nee. Wandert weiter. Ach, guck mal, nochmal so ein Ding. Aber die wandert jetzt weiter, weil jetzt habe ich ja schon eine. Auch wieder diese Matte Me Metallic Matte Lip Cream. Das ist diese hier. Das ist jetzt eine Farbe, die sich nennt Roman Copper. Und hier hatte ich Rusted Rose. Rusted Rose? Rusted Rose. Genau. Ne? Also so einen Ton habe ich, glaube ich, auch von Huda Beauty. Also von daher, das darf dann auch weiter wandern. Noch so ein Ding. Meine Herren, da habe ich ganz schön viele von jetzt drin. Volcanic ist hier die Farbbezeichnung. Das ist so ein ganz spezieller Ton. Der schimmert auch so grünlich. Also ich meine, ja, es ist bald Karneval, aber irgendwie finde ich den ein bisschen zu krass. Ich weiß nicht, sieht man das überhaupt in der Kamera? Diesen grün-lila Schiff, der da mit drin ist? Ne? Ist schon speziell, aber für mich nicht, nee. Ciao. Metallic. Alter, was haben die alle mit ihren Metallic hier? Das ist aber ein bisschen sehr einseitig. Entschuldigung. Von Hypoallergenic oder Bell Metallic Liquid Lips in der Farbe Venice Beige oder Venice Beige. Das ist sehr ähnlich zu dem, den ich hier auch habe. So sehr ähnlich. Ne? Nee, sowas Ähnliches habe ich ja schon. Das hier ist von Terra Naturi. Ich glaube, hier habe ich so eine Art Müller-Paket dann quasi. Finde ich eigentlich ganz geil, weil ich ja tatsächlich sowas noch gar nicht. Ich habe ja sowas nicht in meiner Nähe. Eine Eyeshadow Base. Das finde ich gut. Die wird behalten. Ne? Eyeshadow Bases benutze ich. Ach so, guck mal. Die ist hier mit so einem Rausdruckapplikator. Oh, da kommt auch direkt Produkt entgegen. Scheint auch ein bisschen eingefärbt zu sein. Geh wieder zu. Mache ich hier mal drauf. Ja, ne? Es ist eine Eyeshadow Base. Da siehst du nicht viel von. Riecht aber ganz angenehm, ganz süß, ne? Das gefällt mir. So, dann nochmal von Sleek. Der ist jetzt aber leider schon ein bisschen kaputt hier oben. Das ist natürlich frech, ne? Aber du bist noch zu? Ja? Gut. True Color Lipstick, der auch wieder in Matt. Das ist halt dann so ein bisschen dunkler als der Vamp. Wandert auch weiter. Sagte ich doch hier. Von Manhattan in der Farbe Crystal Berry ein Lippenstift. Oh, das sieht aber schön aus. Ei, den mag ich. Merkt man kaum, dass ich den mag. Ja, schöne Farbe. Swatche ich jetzt über der Eyeshadow Base. So ein schöner, schierer Ton mag ich richtig gerne leiden. Auch wenn ich jetzt erst gerade vor ein paar Tagen, gestern, meine Lippenstifte aussortiert habe. Der darf bleiben, der ist schön. Der riecht auch angenehm nach Nivea-Creme irgendwie. Ganz spannendes Produkt habe ich hier auch mit drin von Aveo, ein Antitranspirant, Black and White. Finde ich super witzig. Direkt nach der Rasur anwendbar. Ne? Ich kaufe mir keine Sprühdeos in diesen Aluminiumverpackungen mehr. Ich versuche jetzt ja wirklich nur noch so diese Glasgeschichten zu nehmen. Das heißt, ich habe solche Antitranspirant-Geschichten gar nicht mehr da. Ich stinke aber nicht, keine Sorge. Das heißt, das werde ich behalten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Warum eigentlich nicht, ne? Huf. Manchmal stinkt sowas dann ja auch mal ganz gerne. Ne, das riecht angenehm frisch. Oh, das gefällt mir vom Duft her.
Ja, das hatte ich auch im Adventskalender, glaube ich, drin oder auch schon mal in solchen Paketen von Essence Loose Glitters. Ne? Das kannst du dir theoretisch auf die Nägel machen. Das ist die Farbe Chamäleon, also so richtig grün und grau und orange, was nicht alle, so Pailletten. Sowas verwende ich aber nicht, das wird weiter wandern. Und dann habe ich hier von Catrice, ach cool, das ist aus einer Limited Edition und zwar die Merry-Go-Round Edition. Ach guck mal, aus diesem, ne, dieses Rondell, was man kaufen konnte, das ist toll. Peace and Serenity ist die Farbe. Das ist ja süß, ne? Das ist eine schöne Farbe. Doch, die behalte ich. Und wenn ich ihn nur als Baseton verwende. Dann von Sleek True Color Lipstick Tangerine Scream. Das ist so ein richtig krasses Rot. Da habe ich auch ganz, ganz viele von. Und ja, Sheen ist natürlich dann eigentlich etwas, was ich schön finden würde. Und auch mit Vitamin E. Aber diese Farbe habe ich schon zuhauf. Also da brauche ich jetzt nicht horten. Das darf auch weiter wandern. Ach cool, habe ich jetzt quasi einmal komplett dieses ganze Rondell bekommen. Das finde ich ja schön. Von Catrice den Merry-Go-Round in Treasured Memories. Auch das ist eine schöne Farbe, finde ich klasse. Ich weiß nicht, ob ich schon so ein metallisches habe mit so Silberglitzer mit drin. Finde ich ganz süß, vor allem, dass es so diese kleinen sind. Ich habe den kleinen ja auch quasi mit so einem Lila auch mal in so einem Paket drin gehabt oder in einer Box, das weiß ich nicht. Finde ich spannend. Und dann ist hier noch, oh, auch aus dem Rondell, die Heaps of Passion. Genau. Auch cool, ne? Ist auch so Glitzer mit drin. Das ist immer schwierig, das abzukriegen. Aber wird getestet. Cool. Flash Foil Eye Paint von Sleek. Das finde ich auch ganz niedlich, ne? Das scheint dann so ein flüssiger Lidschatten zu sein. Den gucke ich mir mal an. Der ist noch zu. Ist eigentlich positiv. Ich teste mich ja aktuell auch viel durch diese ganzen flüssigen Lidschatten, Liquid Eyeshadows, die ich dann gerne im Alltag trage. Und oh mein Gott. Boah, sieht das schön aus. So ein schönes Gold. Den kann ich mir echt gut so vorstellen. Ne? Einfach nur den Ton. Nicht viel mehr. Ja, geil. Wird getestet. Hypoallergenic Matte Liquid Lipstick. Ja. Das ist auch wieder ein matter Liquid Lipstick. Sowas mag ich nicht wirklich. Das ist die Farbe Florence. Der wird auch weiter wandern. Auch eine coole Nagellackfarbe von Manhattan Super Gel Nail Polish. Schritt 1. Okay, da machst du da drüber wahrscheinlich irgendwas noch drüber. Make a Wish. Also so Christmas LAs habe ich hier drin. Deswegen so viel Glitzer. Ja gut, jetzt habe ich es gerafft. Mit so Goldschimmer und Blauschimmer ist der. Sowas mag ich ja gerne, ne? Das finde ich klasse, wenn das einfach mal so ein bisschen extra ist. Und ich trage ja auch sehr oft sehr bunte Nägel. Ich meine, ich mache mir die heute Abend. Deswegen sind sie jetzt nackelig. Das finde ich ja auch geil. Wie geil. Wie geil. Ich weiß noch nicht, wo ich das dran mache. Essence Mystical Me, das Hairband, das Haarband. Das ist ja witzig, ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil jetzt ja bald Karneval ist. Das in meine Karnevalsliste. Sammlung, wie auch immer, mit aufzunehmen. Ich mache das hier mal raus. Karneval. Definitiv Karneval. Dann habe ich hier, cool, nochmal von Sleek so eine Eye Paint Flash Foil. Auch wieder so ein, ne? Das ist so ein Silber. Das sieht auch echt cool aus. Wenn das dann wirklich auch hält und nicht irgendwie in die Lidfalte rutscht, dann feiere ich das hart. Weil dann mag ich das. Ich finde den Applikator etwas blöd, weil das halt wie so eine Tube natürlich ist. Und vorne jetzt nicht so ein feinen Applikator hat, ne? Und wenn ich das dann verreibe, sieht schon irgendwie cool aus. Doch. Hat was, hat was, hat was, hat was. Witzig, dass mein Lippenstift jetzt einfach zum Haarband irgendwie passt, ne? Läuft. Dann habe ich das gleiche nochmal in Kupfer. Mensch, ist aber jetzt ein bisschen viel. Ja, okay. Aber ich behalte sie. Zum Testen ist es nicht verkehrt. Ich bin jetzt bei manchen Sachen echt enttäuscht gewesen, dass es nicht so funktioniert hat. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich jetzt einfach mal weitere Möglichkeiten habe, was auszuprobieren, weil ich möchte gerne im Alltag auch so ein bisschen was auf dem Lid haben und nicht da so nackelig rumlaufen. Wow, das ist eine heftige Farbe. Das ist richtig heftig. Das Kupfer, ne? Das ist schön. Das ist schon cool, ne? Dann habe ich eine ganz außergewöhnliche Farbe, die aber wirklich zum Haarband passt, von Hypoallergenic Bell Metallic Liquid Lips in der Farbe Ibiza. Ibiza. Und last but not least habe ich hier auch wieder richtig cool von Manhattan Super Gel Nail Polish. Das ist dieser hier in der Farbe Sparkle On. Auch das ist eine aufregende Farbe. Ja, Mensch, ne? Ziemlich viele Nagellacke, wie man das so kennt, aber es sind auch viele Lippenprodukte, wie man das so kennt. Aber es sind halt auch Produkte drin, wie jetzt zum Beispiel dieses Haarband, was ich halt ein bisschen extra finde, ein bisschen mal was anderes. 26 Produkte, wovon ich 15 behalte, was ich einfach vollkommen in Ordnung finde, ne? Und ja,
Mir hat's gefallen. Ich werde es mir wiederholen. Was du gewinnen kannst, habe ich dir gezeigt. Was du dafür tun musst, habe ich dir gesagt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!